Hallo, der HP Sprocket ist ein Taschendrucker, der immer und überall Fotos im Format 5x7,5 cm ausdrucken kann. Der Sprocket kommt in einer sehr handlichen Schachtel. In ihr befindet sich der Drucker, ein kurzes USB-Kabel zum Aufladen, eine 10er Packung Papier und eine Kurzanleitung. Mehr braucht man nicht, um den Sprocket in Betrieb zu nehmen. Naja, streng genommen doch. Man braucht die Sprocket-App, die für Android und iOS erhältlich ist, und ein Bluetooth-fähiges Mobilgerät. Sobald die App installiert und via Bluetooth die Verbindung zum Sprocket aufgebaut wurde, muss man nur noch das mitgelieferte Papier einlegen und zwar mit dem blauen Blatt nach unten zeigend. Danach kann man auch schon losdrucken. Egal, ob ihr Fotos direkt in der App knipsen oder bereits geschossene Fotos ausdrucken wollt, mit einem Klick auf Drucken spuckt der Sprocket nach einer kurzen Zeit das Foto aus. Auch möglich ist, mehrere Fotos in eine Druckwarteschlange hinzuzufügen. Das Besondere hierbei, der Drucker braucht keine Tinte. An dieser Stelle zitiere ich mal Wikipedia. Die Zinkdruckertechnik ist ein Verfahren für Fotodrucker, das ohne Tinte auskommt, da sich Farbpigmente direkt im Zinkpapier befinden. Das Zinkpapier besteht aus drei übereinanderliegenden Emulsionsschichten aus Kristallen der Grundfarben gelb, magenta und cyan. Die Aktivierung der Farbpigmente erfolgt durch thermische Impulse unterschiedlicher Temperatur und Einwirkdauer, somit müsst ihr euch beim Sprocket nie Sorgen um Druckerpatronen oder Sen Somit müsst ihr euch beim Sprocket nie Sorgen um Druckpatronen oder dergleichen machen. Zusätzlich zu den wisch-, abriebs- und wasserfesten Eigenschaften des Papiers ist auch noch eine klebende Rückseite lobend zu erwähnen. Als Partyhit oder, wie in unserem Fall, als Begleiter auf der Gamescom ist der Sprocket wirklich zu empfehlen. Die Batterie hat bei uns im voll aufgeladenen Zustand locker 40 Fotos rausrauen können. Hin und wieder muss der Sprocket zwischen den Druckjobs allerdings abkühlen. Außerdem ist die Druckdauer annehmbar, allerdings keinesfalls mit einem handelsüblichen Fotodrucker zu vergleichen, was mich unweigerlich auf die Qualität der Fotos bringt. Diese ist durch die Bank recht gut, allerdings habe ich bei einigen Fotos Schlieren und Streifen entdecken können. Ich empfehle den Harpy Sprocket jedem, der 100 Euro übrig hat und einen Taschendrucker haben will, der auch wirklich überall funktioniert, sofern er aufgeladen ist. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.